Die ORF-Untersuchungskommission verkommt ja in Wahrheit zu einer ORF-Vertuschungskommission. Was es damit auf sich hat und welcher Name jetzt hier neu genannt worden ist, das erfahrt ihr aber gleich nach dem Intro. Kurz vor der Niederösterreich-Wahl ist ja ein ganz besonderer ORF-Skandal ruchbar geworden, und zwar das, was eigentlich alle vermutet haben, hat sich als wahr herausgestellt, und zwar der Umstand, dass die ÖVP Niederösterreich, das ÖVP-Landesstudio Niederösterreich, als alleinige Pressestelle nützt und dass man dort nichts anderes gemacht hat, als wie im heißen Draht zu Johanna Mikl-Eitner das Honey-TV produziert hat. Deswegen ist auch das Niederösterreich heute so, wie es war. Es ist ein sehr, sehr hoher Anteil an Live-Minuten von der Landeshauptstadt dort zu sehen, und alle anderen Parteien werden natürlich nach alter niederösterreichischer Sitte totgeschwiegen. Verantwortlich für diesen Skandal soll niemand geringer als der ORF-Direktor Ziegler gewesen sein, der vorher auch schon ORF-Chefredakteur in Niederösterreich gewesen ist. Und als diese Dinge hier ein bisschen in Bewegung geraten sind, hat man auch den Herrn Ziegler mit den Vorwürfen konfrontiert und schlussendlich eine Untersuchungskommission im ORF eingeführt und hat die gestartet. Dort hat dann insgesamt über 50 Mitarbeiter ausgesagt, die den Herrn Ziegler auch sehr, sehr schwer belastet haben sollen. Also hier geht es um Vorwürfe von Mobbing bis hin, dass man in einzelne Beiträge wirklich eingegriffen hat, sodass man eben die Landeshauptfrau möglichst gut dastehen lässt. Also alles das dürfte irgendwie so im Arbeitsbereich vom Herrn Ziegler stattgefunden haben. Die Perfidie daran ist das, dass der GIS-Gebührenzahler, der Zwangsgebührenzahler, eigentlich auch dazu gezwungen worden ist, die ÖVP-Wahlkämpfe und die ÖVP-Werbung mitzubezahlen. Das heißt also, jeder, der in Niederösterreich lebt und hier GIS bezahlt hat, sozusagen auch die Belangsendungen von Johanna Mikl-Eitner mitfinanziert. Und das ist etwas, wo ich gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagen muss, das geht gar nicht. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier rasch eine Veränderung herbeiführt. Ja, aber zurück zu dieser Untersuchungskommission unter dem Herrn Draxler. Der hat noch vor der Niederösterreich-Wahl gesagt, dass er ganz sicher nicht irgendwelche Ergebnisse aus dieser Kommission vor der Wahl veröffentlichen wird. Das heißt, dass er sich schon zum ersten Mal zum Vertuscher der Nation gemacht. Denn gerade vor einem Wahlgang, wo man weiß, dass eine Partei ganz offensichtlich über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sogar die Medien manipuliert hat, gerade da erwarte ich mir als Wähler natürlich vollumfängliches Wissen darüber, was hier eigentlich passiert ist. Also diese Vertuscherei geht bis zum heutigen Tag weiter. Der Einzige, der den Bericht jetzt einmal hat, ist Generaldirektor Weismann. Kein Stiftungsrat bekommt den Bericht, niemand aus dem Management hat den Bericht. Also auch hier wird weiter gemauert und vertuscht. Gerade vor diesem Hintergrund ist interessant, was aber neuerlich bekannt geworden ist, und zwar der Umstand, dass Robert Ziegler auf Druck eines speziellen ÖVP-Funktionärs zurückgetreten ist, und der ist niemand geringerer als der allseits beliebte Wolfgang Sobotka. Sobotka soll also auf Ziegler einen entsprechenden Druck ausgeübt haben, sein Amt nun niederzulegen, seinen Rücktritt zu erklären, und da stellt sich einmal mehr die Frage, also wo ist denn dieser Wolfgang Sobotka eigentlich sonst noch überall dabei? Bei näherer Durchsicht der Gerüchteküche sieht man Informationen darüber, dass Wolfgang Sobotka ganz offensichtlich auch in diesem Bericht einige Male genannt worden sein soll, und da stellt sich für mich die Frage, interessant, was macht der Herr Sobotka sonst noch alles in seiner Freizeit? Er manipuliert den Untersuchungsausschuss, er manipuliert das Amt des Nationalratspräsidenten, baut sich im Parlament eine eigene Republik Sobotanien zusammen, und jetzt manipuliert er auch noch den ORF. Was wirklich der Parlamentspräsident, der hier den einen oder anderen Auftrag an Robert Ziegler gegeben hat, was der Parlamentspräsident, der hier interveniert hat. Also wenn all das stimmt, und wenn das können wir eben nur dann herausarbeiten, wenn wir endlich Zugang zu diesem Bericht bekommen, dann ist das, was wir schon seit Monaten fordern, einmal mehr unterstrichen worden, nämlich Wolfgang Sobotka muss zurücktreten, und das nicht morgen und nicht übermorgen, sondern heute. Eine derartige Verstrickung eines unabhängigen und überparteilichen Nationalratspräsidenten in so dermaßen viele Skandale dieser Republik
Das macht es unerträglich, diesen Mann an der Spitze des Nationalrates stehen zu haben. Und das muss schlussendlich auch die ÖVP und vor allem ihr Karl Nehammer zur Kenntnis nehmen. Aber zurückkommen nochmal auf diese Untersuchungskommission im ORF. Also erstens einmal erwarte ich mich ja raschendst, dass mit dem Mauern, dass man das Mauern beendet, dass die Informationen endlich einmal auch der Öffentlichkeit preisgegeben werden, erstens. Und zweitens erwarte ich mir so eine Kommission auch in allen anderen Bundesländern, denn auch hier bin ich überzeugt davon, dass der eine oder andere Landeshauptmann hier den ORF schamlos als Landeshauptleute TV ausnützt. Und die dritte Sache, die ich mir von dieser Kommission auch noch erwarte, ist jene, dass man auch das Wirken der Vorgänger von Robert Ziegler genau unter die Lupe nimmt, denn das waren bekanntermaßen Christiane Teschl-Hofmeister, die jetzt zum zweiten Mal in eine ÖVP-Landesregierung angelobt werden sein soll, direkt vom ORF kommend in die Landesregierung. Und zum zweiten war es auch noch ein gewisser Richard Grasl. Ein Herr Grasl, der gerade einen Rachefeldzug gegen die FPÖ führt, warum auch immer, vielleicht weil er der politische Ziehvater von Robert Ziegler gewesen ist. Jener Richard Grasl, der auf der einen Seite die Geschicke der Tageszeitung Kurier und auf der anderen Seite die Geschicke des Wochenmagazins Profil leitet. Man sieht also, die Medien sind noch immer fest in schwarzer Hand unter dem Giebelkreuz. Da gehört genauer hingesehen und genau das werde ich machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und freue mich über den einen oder anderen Abonnenten, der noch dazukommt, denn wir wollen ja immerhin die 30.000er Schallmauer bald knacken. Die Ibiza-Affäre hat die österreichische Innenpolitik im Jahr 2019 nachhaltig aufgewirbelt. Alexander Van der Bellens Aussage »So sind wir nicht« galt bald nach Beginn des Untersuchungsausschusses und den Ermittlungen der WKStA gegen die ÖVP als überholt. Es offenbarte sich ein tiefer Staat, errichtet von der türkisen ÖVP. Doch diese ist gescheitert, die türkise Familie ist in Auflösung begriffen. Christian Hafenecker konnte gemeinsam mit seinem Team im Untersuchungsausschuss Unmengen dazu beitragen, dass die korrupten Machenschaften aus dem türkisch-schwarzen Umfeld schonungslos an die Öffentlichkeit gelangen. Der Untersuchungsausschuss hat bewiesen, dass nicht die Mächtigen korrupt geworden sind, sondern die Korrupten mächtig. Seine Eindrücke, seine Rückschlüsse, sein Fazit hat er in seinem Buch »So sind wir« kompakt zusammengefasst. Sichern Sie sich jetzt gleich Ihr Exemplar der dritten Auflage unter www.hafenecker.at und erhalten auch Sie einen spannenden Einblick in den tiefen Staat. Wer schnell ist, erhält, solange der Vorrat reicht, sogar ein Buch mit persönlicher Signatur von Christian Hafenecker.